wie auch das Pferd. Und das ist bereits der Start. Da will niemand so richtig gehen. Eben wie gesagt, Al Quarto übernimmt die Spitze mit Jörg Langmeier. An zweiter Position Le Feugre mit Gabriele Agus. Die Nummer 3 Scampalo mit Damien Mescam. Und die Nummer 2 am Schluss dann Breitmann mit James Revely. So geht es gegen das erste Hindernis, die Rudi-Günthardt-Hecke. Und wenn Sie im Programm richtig geschaut haben, Rudi Günthardt ist auch Mitbesitzer von Breitmann. Also Breitmann zum ersten Mal über das Hindernis, das sein Mitbesitzer gesponsert hat. Und jetzt geht Le Feugre an die Spitze. Le Feugre mit Al Quarto, dann folgt Xampalo und Breitmann in sehr gemächlichem Tempo gegen das zweite Hindernis, den Jeninser. Aber der Weg ist ja lang. Le Feugre springt besser als Al Quarto. An zweiter Position ist es dann eben dieser Al Quarto, der jetzt wieder nach vorne geht gegen das dritte Hindernis, den Holzbrunnen und dann Baumstamm, Obstplantage, wieder ein Baumstamm und so geht es kreuz und quer übers Rossried. Mit Al Quarto, Le Feugre, dann Scampalo und Breitmann. Scampalo und Le Feugre, die zum allerersten Mal ein Cross-Country bestreiten. Breitmann, der hat eins bestritten, aber nicht das Ganze, weil er nämlich ausgerutscht ist in Aarau und Al Quarto. Der hat schon einige Cross bestritten, unter anderem hat er eben den großen Preis der Stadt Mainfeld hier vor 2 Jahren gewonnen. Al Quarto führt gegen das nächste Hindernis, ein weiterer Baumstamm. Al Quarto zusammen mit Le Feugre, dann Scampalo mit Breitmann. Es geht gegen die Jagdhürde und dann gleich die Wendung nach links von der Tribüne, von uns aus gesehen, nach rechts gegen den Tamina Forst, Holzsprung. Al Quarto mit Le Feugre. Jetzt die Wendung, Al Quarto, Le Feugre, dann Scampalo und Breitmann. Über den Tamina Forst, Holzsprung, Al Quarto, Le Feugre, Scampalo und Breitmann. Auch die Debütanten machen das hervorragend gegen den Käppeli-Wall vor der Tribüne und dann wieder die Rudi-Günthardt-Hecke. Mit Al Quarto und Jörg Langmeier vor Le Feugre und Gabriele Agus. Eine kleine Lücke, aber bei dem Tempo alles nicht tragisch. Zu Scampalo und Damien Mescam und am Schluss des Feldes Breitmann und James Revely gegen die Rudi-Günthardt-Hecke. Das ist das 9. von 26 Hindernissen. Al Quarto führt, Le Feugre begleitet ihn, dann Breitmann und Scampalo. Eine Hürde jetzt zu absolvieren. Als insgesamt 10. von 26 Hindernissen. Wir haben noch nicht mal Rennhälfte, haben also noch einiges vor uns. Die Pferde und Reiter ebenfalls. Al Quarto und jetzt kommt auch Breitmann nach vorne. Jetzt ist es James Revely zu bunt geworden. James Revely, dessen Familie auch Breitmann auch gezüchtet hat. Scampolo hat jetzt etwas Boden verloren bei diesem einen Sprung. Breitmann gegen den Mauer-Tiefsprung. Breitmann mit Le Feugre, Al Quarto und Scampalo. Jetzt geht wieder gegen den Tamina Holzsprung und dann die Wendung nach rechts mit Breitmann in Front. Breitmann und Le Feugre, dann Al Quarto. Die Wendung und ein Fehler bei der Wendung von Scampalo, der etwas gerutscht ist. Vorne ist Breitmann. Breitmann mit Le Feugre und Al Quarto an dritter Stelle, das wird Jürg Langmeier freuen. Als er vor 2 Jahren hier gewonnen hat, hat er gesagt, zum Glück ist jemand anders nach vorne gegangen, weil Al Quarto im Rücken von anderen Pferden eben besser geht als vorne. Und jetzt ist Breitmann vorne, der andere Schützling von Jürg Langmeier und der macht jetzt doch etwas mehr Tempo. James Revely gegen den Englischen. Le Feugre springt hervorragend, geht seinerseits jetzt an die Spitze. Nach rechts über die Hürde, dann Rudi Günthardt-Hecke und jetzt wird es dann langsam ernst. Das ist jetzt das 16. Hindernis. Le Feugre, dann Breitmann, Al Quarto und Scampalo hat nach wie vor Anschluss. Die Rudi Günthardt-Hecke, dann der Käppeli-Wall. Zum letzten Mal Le Feugre mit Breitmann, dann Al Quarto und Scampalo. Käppeli-Wall mit Le Feugre an der Spitze. An zweiter Position ist es Al Quarto zusammen mit Breitmann, dann Scampolo und jetzt eine der entscheidenden Passagen. Maueraufsprung und gleich die enge Wendung nach rechts gegen den Delta-Möbel-Sandgraben wieder Richtung Tribüne. Wer erwischt diese Wendung am besten? Vorne ist Breitmann innen auf dem kürzesten Weg.
Lefeugre weiter außen herum und Alguarto macht noch einen kürzeren Weg. Lefeugre hat zwar einen schnelleren, ist zwar schneller marschiert, aber hat etwas mehr Weg gemacht. Breitmann gegen den Delta Möbel Sandgraben. Noch 7 Hindernisse. Breitmann, Alguarto, Lefeugre und auf der Verfolgung Scampalo. Breitmann mit Lefeugre, dann folgt Alguarto und eben Scampalo mit 2-3 Längen Rückstand. Hoch zur Jagdhürde, noch 6 Hindernisse. Mit Breitmann, der mir hervorragend gefällt. An zweiter Position ist es Lefeugre und Alguarto an dritter Stelle. Da hat Jürg Langmeier jetzt eine Aufgabe, wenn er die beiden Jüngeren noch schlagen will. Die beiden Jüngeren, sowohl Reiter wie auch Pferde. Jetzt übernimmt Lefeugre wieder die Spitze mit Gabriele Agus. An zweiter Position Breitmann mit einem kleinen Fehler. Lefeugre ist jetzt fürs erste Mal weg. Lefeugre, Breitmann auf der Verfolgung, dann folgt Alguarto. Es geht gegen den Baumstamm, dann Pappelsprung, Holzbrunnen, Jeninser und Rudi-Günthardt-Hecke. Da ist Lefeugre weg für den Stall Rossriet. Wer macht sich auf die Verfolgung? Alguarto versucht es, aber Lefeugre, den werden sie nicht mehr einholen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Lefeugre, Alguarto macht sich auf die Verfolgung. Lefeugre, Alguarto, noch etwa 300 Meter. Lefeugre und Alguarto kommt. Lefeugre, Alguarto macht Boden gut, aber Lefeugre ist vorne. Lefeugre ist recht weit vorne. Lefeugre, Gabriele Agus schaut sich um. Lefeugre und Alguarto greift an. Lefeugre, aber Alguarto kommt nicht mehr heran. Lefeugre gewinnt. Lefeugre mit Gabriele Agus. Der gewinnt schon wieder. Gabriele Agus auf dem zweiten Platz, Alguarto. Dann Breitmann, dann folgt Scampalo. Und wir haben ein richtig spannendes Rennen gesehen und dieser Teufelskerl, Gabriele Agus, schon letztes Jahr hat er einfach hier ein Rennen nach dem anderen gewonnen, ist auch heute im richtigen Moment losmarschiert und hat mit Lefeugre, mit einem Cross-Debütanten notabene, souverän gewonnen.